Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit der Alpha 21 Experimental. Wir haben Tag 6, wir sind in einer neuen Stadt, haben auch schon eine Quest angenommen, aber es leider nicht mehr geschafft, diese anzunehmen. Haben eine Schmiede gebaut, wo entsprechend auch schon das eine oder andere hier eingeschmolzen wird. Das heißt, wir können uns jetzt durchaus geschmiedetes Eisen herstellen oder auch, ich weiß gar nicht, Stahl. Nee, ist immer noch der Schmelztiegel. Okay. Also so einzelne Eisenfertigkeiten. Wir können jetzt Pfeilspitzen auseisen, also sind jetzt nicht mehr auf Stein angewiesen. Und ja, Patronenhülsen können wir jetzt auch herstellen. Das wird jetzt auch nochmal interessant hinsichtlich Munitionsherstellung. Aber dafür brauchen wir, meine ich, auch immer noch die Chemiestation. Von daher gucken wir mal. Chemiestation kann ich noch nicht herstellen. Arbeitsstation 50. Ich klicke mal auf meine Fertigkeiten. Arbeitsstation 12. Okay, das heißt, ich kann gerade mal einen Tausammler und die Schmiede herstellen und eine Werkbank und das war's dann auch schon. Dann würde ich vorschlagen, gucken wir doch mal, was die Werkbank braucht. Geschmiedetes Eisen, mechanische Teile, Nägel und Holz. Okay, geschmiedetes Eisen ist jetzt nicht so das Problem. Tatsächlich eher die mechanischen Teile. Also, wie man sieht, habe ich gerade gar keine. Kann sein, dass ich welche hatte und ich die verkauft habe. Ich habe zwar drüben in der anderen Base noch welche, aber jetzt auch nicht en masse. Nägel habe ich fast voll und werde ich auch noch kriegen. Das sollte nicht das Problem sein. Ja, schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, kann man die hier auch nochmal umwandeln? Kann man nicht. Dann war das in den gemoddeten Versionen. Da konnte man hier aus Eisenbolzen tatsächlich Eisenpfeile herstellen. Das fand ich eine coole Sache. Ich würde schon fast vorschlagen, dass wir uns nochmal eine zweite Kiste bauen. Weil, ich sag mal so, eine reicht nicht, ne? Die ist ja schon fast wieder voll. Dann bauen wir die einfach daneben. Da wir ja hier auf dem Server eh alleine sind, kann ich das auch unentriegelt lassen. Aber denkt dran, wenn ihr auf offenen Servern spielt, immer die Kisten nochmal mit zu entriegeln. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Da müssen wir hin. Auf geht's. Wer nervt hier? Da wollen wir hin. Zwei Eier, prima. Ich komme hier echt nicht drum rum, ne? Hey, lass meinen Huhn in Ruhe. Das ist meins. Ich glaub's ja wohl. Bedient er sich hier an meinem Huhn? Sowas? Voll gefräßig. Mir habe ich das Gefühl, ich gehe in die falsche Richtung. Aber ich gucke gleich nochmal. Noch ein Huhn. Nee, ich bin hier schon richtig. Dann bin ich ja mal gespannt. Juhu, noch zwei Eier. Und ein Hoppelhase. Du warst ja jetzt eine einfache Beute. Wer weiß, wofür es gut ist. Den looten wir auf jeden Fall. Weiß gar nicht, ich glaube, das Gebäude kenne ich nicht. Schick.
Ich habe mir sagen lassen, dass es keine gute Idee sein soll, ein Auto aufzuknacken. Aber ich mach's einfach mal. Mal gespannt, was dann passiert. Passiert ist gerade nichts. Boah. Immer noch nichts. Vielleicht war es nicht speziell genug oder so. Okay, wenn hier so ein Ding ist, ist hier auch irgendwo ein Hund. Da hinten ist auf jeden Fall ein Zombie. Hallo. Das ist ja praktisch. Der ist da drunten eingekesselt und kommt jetzt nicht mehr raus. Das war ja easy. Und ich bin schon wieder überladen. Herrlich. Hier gibt's ja gar nichts. Kein Zombie, nix. Schade. Knochen. Super. Das hat ja mal gelohnt. Was haben wir hier noch Schönes? Baumaterialien. Kann man mitnehmen, muss man nicht. Das heißt, oh, guck mal. Schick, schick. Hier soll das Haus wohl mal hin. Hier sind noch Rohre. Also da muss ich sagen, haben sie sich echt Mühe gegeben. Macht was her. Oh, ein Baumstumpf. Vielleicht habe ich ja Glück und ich krieg Honig. Den Platz opfere ich gerne. Nein, immer noch nicht. Soll wohl nicht sein. So, dann haben wir hier noch. Na, kommt gleich wieder eine Schreitante. Nee, was haben wir hier? Vorschlagkammern. Perfekt. Und noch mehr Dietriche. Bitte Honig, bitte Honig, bitte Honig. Yeah, ich hab Honig. Sattelschlepper, ja. Gucken wir uns das hier mal an. Gar nicht so klein. Hallo. Küche gibt's auch. Na, von wo kommt der jetzt? Ich habe Hunger, also reiz mich nicht. Naja. Nochmal was zu trinken. Schade, keine Bücher. Ah, Bücher. Ich sehe schon wieder Fertigung von Pfeilen. Das ist Fertigung von Klingen. Das ist auf jeden Fall cool. Auch verschlossen. Okay, das heißt, das geile Zeug ist da oben. Das soll es erstmal gewesen sein. Das heißt, wir nehmen die Quest an, damit wir hier auch vorankommen. Sonst dauert das nachher alles wieder so elendig lange. Also, draußen machen wir nachher. Jetzt machen wir erstmal drin. Kohle braucht man ja unbedingt. Lass die Zeit da hinten. Ich beschäftige mich in der Zeit hier noch. Wo kommst du denn her? Du warst da eben aber noch nicht. Du warst doch längst tot. Dachte ich zumindest. Falsch gedacht. Immer noch keine Bücher. Schade. Aber hier. Na, komm.
Na, wo sind sie denn? Kommen sie runter? Muss ich nach oben? Hallo. Seid ihr dahinter? Gehen wir mal hoch. Kuckuck. Ah! Boah! Halt der Schwede! Kommt die denn jetzt auf einmal her? Au! Ah, hier kloppen die ein. Helfen wir mal, wa? Ich weiß zwar nicht, ob das eine gute Idee ist, aber... wird schon nichts passieren. Ha! Habe ich gerade eine Horde, die sich hier durch mein Haus frisst, oder was? Ja, kann ich auch gebrauchen. Warum nicht? So, sieh zu hier. Tatsächlich eine Wanderhorde. Wie geil ist das denn? Ja, okay. Dann machen wir die nebenbei auch noch mal weg. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Nicht, dass sie mir die hier noch durchkrabbeln. Hey. Oh, und die Alte, die macht gleich ordentlich Kabums hier. Oh, noch eine davon. So, jetzt muss ich richtig aufpassen. Wie mein Klingelbeutel verschwindet jetzt hier. Ha, noch ein Klingelbeutel. Hier rollen Köpfe rollen hier. Jawoll! Ich hatte schon gesagt, dass ich überladen bin, oder? Ja, aber praktisch. Jetzt kann ich nebenbei hier nochmal gucken, was so Sache ist. Achso, das ist der Durchgang von vorhin. Wir wollten ja nach oben. Da scheint tatsächlich mal keiner drin zu sein. Hm. Da auch nicht. Das ist ja alles viel zu harmlos hier. Gehen wir mal ins Bad. Ist unscheinbarer, aber coole Sachen gibt es hier auch nicht. Du bist verschlossen. Also hier hinter muss auf jeden Fall noch was sein. Verschauen wir uns halt mal zu. Hahaha. Hier ist voller cooles Stuff. Das nehmen wir doch aber mal mit. Weiter komme ich hier leider nicht. Naja. Auf jeden Fall geht es da hinten weiter. Hallo. Guck mal eine an. Noch eine? Nee. Ich würde ja nicht überraschen, wenn von oben gleich wieder irgendwer hier kommt. Oh, ein Bücherregal. Knüppeln. Holzknüppel. Qualität Stufe 5. Also ich will nichts sagen, aber wenn hier irgendwie so ein cooler Hecht hier seine Sachen hat, hätte ich ja gedacht, dass der hier irgendwo ein Tresor hat. Aber gut. Muss ja nicht immer so sein. Wahrscheinlich ist das jetzt hier... Nee, ist noch nicht der Raum. Ey, du bist doch hier gerade gespawnt. Hier war doch vorher überhaupt keiner. Au! Sag mal!
Du warst doch längst tot. Von den Toten hier auferstanden, oder was? Ich glaub's ja nicht. Ja. Brauche Ausdauer. Au. Geh kaputt. Knochenkohle. Ja. Ja, Leute, ich habe hier echt keinen Platz, ne? Also, so, den brauchte ich, um die Quest in jedem Fall abschließen zu können. Und jetzt habe ich das nächste Problem. Wohin mit meinen Sachen? Das war jetzt nicht so wichtig. Das kann auch zerlegt werden. So, Bücherkiste ist natürlich immer mitzunehmen. In der Regel sollten wir die auch hauptsächlich lesen können. Fahrzeugfertigung, guck an. Und nochmal Knüppel. Das haben wir geguckt. Hier gibt es kein Tresor mehr, nix. Kommt, Leute, das kann doch nicht alles gewesen sein. Tatsache, nix. Na gut. Wenn dem dann so ist, dann können wir wohl runter, würde ich sagen. Hier habe ich ja alles durchgeguckt. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, wo ist der Ausgang? Da. Da war ich. Da war ich auch. So, jetzt kann ich hier das noch drumrum mitnehmen und mal schauen, was mich da noch erwartet. Und ich bin überladen. Okay, ich sollte mal mein Fahrrad rausholen. Und vielleicht das eine oder andere drin deponieren. Das ist doch schon mal gut. Jetzt bin ich ja gleich schon um Welten schneller. Ist auch wieder nichts. Wenn ich Glück habe, finde ich noch ein bisschen Wasser. Wenn ich Glück habe, habe ich. Nicht verkehrt. Hier gab es jetzt auch nicht so viel. Das gehörte offensichtlich nicht dazu. Dann gehört der Krankenwagen wahrscheinlich auch nicht dazu. Doch. Na guck. Oha. Arbeitsstation. Kann ich nochmal gucken, ob ich einen Honig kriege. Da hinten sind schon die nächsten Zombies. Und dann können wir auch direkt zurück zum Händler. Und den nicht zu vergessen. Trauen wir uns hier noch mal ran. Problem sind eher die Zombies, wenn die mich hier angreifen und ich hier nicht raus kann. Was haben wir hier? Die Beine lähmen alle. Okay, ja. Auch nicht verkehrt. Irgendwo ist hier einer. Aber wo? Könnte natürlich sein. Schauen wir mal. Vielleicht schaffen wir es. Ja, jetzt kann der Dietrich auch mal bitte funktionieren und nicht kurz vor knapp hier. Hoho, das war eine harte Nuss. Ja, aber hey, dafür sind meine Dietriche dann wenigstens jetzt alle weg. Ein Slot mehr frei, muss man ja auch mal so sehen, nicht? So, dann würde ich sagen, ab zum Trader und das Zeug wegbringen. Hier sind noch Samen.
Oder was zu futtern, wahlweise. Oder auch einfach nur Holz. Na, das hat ja gelohnt. Mal sehen, wie wir das Fahrrad wieder repariert kriegen. Ob da ein Repair-Kit reicht. Mal gucken, was er uns abnimmt und was wir Schönes kriegen. Waffentaschenlampe. Ja, kann man, muss man jetzt nicht. Ich finde Munition tatsächlich viel attraktiver. Dann sehen wir mal zu, dass wir unser Zeug hier auch wieder loswerden. Was haben wir denn hier in der Nähe abholen? Oder vergrabene Vorräte. I think I've got a job or two. Ja. Okay. Be careful and try not to get yourself killed. Da oben ist bestimmt auch noch Zeugs. Aber gut, komme ich nicht hin. Oh. Anderes Tor gegangen. Aber nicht schlimm.